Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Phantasia. Bevor wir hier und heute weitermachen, ihr Lieben, werde ich erstmal, nachdem ich den hoffentlich sehr, sehr gewinnbringenden Tipp bekommen habe, hier etwas ändern. Und zwar habe ich zuletzt ja immer auf manuell gespielt. Hat in der letzten Folge auch gut funktioniert, weil wir hier überwiegend bzw. ausschließlich Gegner hatten, die nicht weiter oben irgendwie rumschwebten. Und ich will gerne mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt auf Auto umstelle und ob der wirklich, so wie es mir in Aussicht gestellt wurde, dann automatisch nach oben springt und sich die Gegner dann abgrabbelt. Und ja, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Okay, kam mir nicht beim letzten Mal noch der Boss? Oder war das gar kein Boss oder was? Okay, ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas irritiert. Ich wollte nämlich gerne was ausprobieren. Also was heißt gerne? Wenn der jetzt gar nicht mehr auftaucht, dann soll mir das auch recht sein. Hä, aber dass ich gestorben bin, kann der ja nicht gespeichert haben. Ich habe ja dann direkt geladen. Das war ja Game Over. Okay, ich bin irritiert. So, ja, keine Ahnung. Kommt der nur einmal? Aber wie gesagt, eigentlich dürfte das speichertechnisch gar nicht berücksichtigt sein. So, warte mal, jetzt muss ich mich aber, weil für mich heute eine neue Aufnahmesession beginnt, erstmal wieder ein bisschen vertraut machen. Psionblitz war das eine. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie der Blitzschlag ging. Ich hoffe, ihr gebt mir mal kurz die 5 Sekunden, die ich gleich brauchen werde, um das in Erfahrung zu bringen. Die Gegner waren ja nicht so das Thema. Wir sind ja beim letzten Mal eigentlich zumindest kampftechnisch ganz gut durchgekommen. Orientierungsmäßig war das nur etwas problematisch. Und ich finde es gerade auch etwas beunruhigend, dass ich jetzt hier in dieser riesigen Giftbrühe die ganze Zeit rumlaufen darf. Nee, nicht hier. Warte mal, was ist denn hier eigentlich eingestellt? Ich weiß immer noch nicht, was bei Klart, der übrigens, fand ich sehr, sehr interessant, in der Game Boy Advance Version Klaus heißen soll. Immer wenn er mich nervt, nenne ich ihn Klaus. Oder andersrum, immer wenn er irgendwas gut macht, ich weiß noch nicht. So, hier will ich mal gucken. Bei der Technik, Class, genau. So, Blitzschlag. Hier steht gar nicht, wie man das macht. Aber ich glaube, ich glaube, ich weiß wieder, wie das war. Ja, ja, ich kann das gerade nur nicht erklären. So, hier ist eine so ein Teil, wo ich wieder was reinschieben muss. Das war schon wieder total professionell ausgedrückt hier. Das war, glaube ich, ein fetter Fels, den wir seinerzeit da reingedings haben, ne? So, warte mal, das war doch... Nee. So... Und dann irgendwie, ja, okay, alles klar. Ich wollte noch mal gucken, ob ich das jetzt hier so für mich, ob ich das noch beherrsche. Und ja, sollte ich jetzt doch noch mal diesem ollen Boss, ich habe den Namen schon wieder vergessen, über den Weg laufen, dann werde ich gucken, ob wir fliehen können. Denn wenn der jetzt noch mal auftaucht, jetzt wo ich sehe, dass der irgendwie immer an einem anderen Spot spawnt oder so, keine Ahnung, oder vielleicht total random, dann kann ich ja hoffen, dass wenn das mit der Flucht gelingt, dass ich dem immer irgendwie aus dem Weg gehen kann. Das wäre natürlich ganz gut. Alter, wie groß ist dieses Gebiet? Ich habe nicht so viel Heilsachen. Wobei Mint macht das eigentlich immer ganz gut in den Zufallskämpfen. So, wo zur Hölle bin ich? Ich habe schon wieder voll keine Orientierung. Schnell, 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 schnell. Okay, es funktioniert. Das war, glaube ich, der, der den Dicken da beschworen hat, ne? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ziemlich. Was? Ach so, guck. Das ist doch so ein... Jawohl, das ist so ein Ding, was sich verschieben lässt. Aber nicht, wenn wir davor so eine... Bin ich jetzt auf der falschen Seite, oder was? Komme ich jetzt hier nicht vorbei? Euer Ernst? Klemme ich jetzt hier? Ich will nicht den anderen Weg nochmal rumlaufen. Oh, ich will hier nicht sein... Oh, der hat mich getroffen. Was? Boah. Okay, das regt mich gerade etwas auf. Oh, das wird jetzt richtig, bis wir das wieder hochgeheilt bekommen haben, wird mir das richtig auf die... Ja, auf die MP-Reserven gehen. Wobei, das heißt ja gar nicht MP, oder? Keine Ahnung. Warum hat der mich denn getroffen? Ich habe da oben nur Erste Hilfe gelesen. Vielleicht war ich auch einfach zu unaufmerksam. Ich weiß es nicht. Aua. Auf mich zu hauen.
Bis gerade eben hatte ich alles noch im Griff. Dann ist nur der Stein hier schuld, an dem ich nicht vorbeikomme. Warte mal, doch, wenn ich das jetzt hier ein bisschen... Ich muss doch hier rechts irgendwie rumkommen, oder? Ey, dass du dich hier auch so genau mittig platzieren musst. Jawohl! Okay, ich muss jetzt nicht den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, Gott sei Dank. So, ich sollte aber trotzdem mal gucken, ob ich mich nicht vielleicht mit irgendetwas hochheilen möchte. Ein paar Bonbons haben wir noch. Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach mal eine Runde schmeißen. Wir haben, glaube ich, schon deutlich wertvollere Heilsachen hier. Und ich könnte mir auch mal wieder ein bisschen Nahrung zuführen. Wie wäre es denn damit? Haben wir doch auch irgendwann gelernt. Wo ist mein Camembert? Hier haben wir ihn. Ach, guck mal. Der markiert auch die einzelnen Item-Kategorien. Also der hebt die immer so komisch hervor. Das finde ich gut. Finde ich gut, jawohl. Bitte rinnen in den Sack. Ich weiß gar nicht, was hier das Maximum ist. Gehen wir mal wieder auf 100. So, dann muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier für diesen Klotz das Loch wieder finde. Ach, guck mal, da links ist noch eins. Also ich glaube, das ist nicht das gleiche. Das andere, das war weiter links. Talisman gefunden. So, was können wir damit wieder anstellen? Ach, ein Talisman haben wir schon. Dieses magische Ding, das war das, was im Laden 2000 gekostet hat. Den Einkauf hätte ich mir auch voll sparen können, ne? Und jetzt, wo ich das hier gerade mit der Hasenpfote wieder sehe. Nee, warte mal. Sie soll die Wechselpuppe beibehalten? Ach, ich weiß nicht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich wollte das jetzt eigentlich Klart geben, aber wenn Klart verreckt, also klingt jetzt schon wieder gemein halt, aber dann tut mir das nicht so weh, weil der macht halt momentan noch nichts. Aua! So, weißt du was? Ich glaube, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen Doppelkick-Action hier. Jawohl. So geht das deutlich schneller. Ey, ich muss jetzt höllisch aufpassen, wenn so ein Kampf beginnt, wer mir da gegenübersteht. Also, ich habe nicht sofort auf diese Fluchttaste gedrückt, sondern erst so ein bisschen Zeit verzögert, weil ich kurz überlegen musste, ob das wirklich der Typ war, der so gefährlich wurde. Okay, es geht nicht weg. Nicht mal hier in diesem Teilbereich. Ich brauche noch einen Stein. Ich brauche noch einen Stein, sonst wird das... Oh, Gott sei Dank wieder die. Also ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Gott sei Dank, aber... Okay, ich kann es wieder... Ah, ich sollte vielleicht das mal casten, wenn die alle beieinander stehen, aber... Ich will jetzt unbedingt mal... Hoffentlich wird das noch was in dieser Folge. Nein! Einen Gegner sehen, der so weiter oben rumlungert. Und gucken, ob der wirklich automatisch springt. Also ich habe jetzt gelernt, dass das mit semi-automatisch oder wie das da hieß, ein bisschen schwierig sein soll. Bei manuell musst du es halt irgendwie eher manuell eingeben, auch wenn ich da überhaupt keine Möglichkeit gesehen habe, das zu machen. Ich habe das ja in der letzten Folge probiert und alles, aber ohne Erfolg. So, was ist das hier? War da oben nicht dieses Loch? Okay. Habe ich immer schon instinktiv. Nein, falsche Taste. Hä? Nee, das war die richtige Taste. Okay, jetzt bin ich durcheinander. Ich bin immer so nervös, wenn... Warum rennt der denn hinter seine Leute? Hat er nicht immer vor den Stopp gemacht? Und kommen die jetzt mit, weil ich auf automatisch gestellt habe? Oder habe ich gerade irgendeine komische Tastenkombi am Anfang gebracht? Ich habe keine Ahnung. So. Wo war denn? Ach, hier kamen wir her. Okay, das ist gut. Obwohl, ist das wirklich so gut? Das heißt, ich muss diesen ollen Klotz jetzt hier eine Weile schieben, weil... Mann, das ist voll... Ich krieg diesen Spot hier nicht erreicht, wo der den... Scheiße. Das war, glaube ich, vielleicht eventuell, wenn ich jetzt richtig Pech habe, wieder ein bisschen zu spät. Geht's uns allen noch gut? Sind wir gesund? Keine roten Zahlen? Gott sei Dank. Okay, wow. So. Jetzt stehen wir richtig. Es gab doch aber gar keinen anderen Weg, mit dem Stein hier durchzukommen, oder? Kann man hier irgendwas verkacken? Hätte ich vielleicht vorher abspeichern sollen? Ich weiß es nicht. Nein, Mann. Ich wäre eigentlich den Blitzschlag, wenn die ganz am Anfang so beieinander stehen. Aber irgendwie kriege ich das hier nie hin. Aber ich habe ja auch noch ein bisschen was an
MP. Ich werde mal gucken, dass ich Mint gleich wieder ein bisschen damit befülle, weil in den Kämpfen gleicht sie das so ein bisschen aus. Dass wir mit jedem Schritt hier immer Gesundheit da lassen. Level up, jawohl. Heilung gelernt? Mint? Sie heilt doch die ganze Zeit. Das ist wahrscheinlich stärker, ne? Also die Erweiterung von Erste Hilfe oder so. Gucken wir mal. Bei... Wo sehen wir das am besten? Bei Technik, ne? Mint? Jawohl. Stellt einen guten Teil der HP wieder her. Kostet aber auch dementsprechend ein bisschen mehr. Medizin erneuert 30%. Warte mal, Wasser des Lebens? Nee, halt Vergiftung? Nee. Nee. Für kurze Zeit aufhalten? Nein, nein. Gegen alle. Habe ich ernsthaft nichts, um meine TP zu befüllen? Also außer das da ganz am Anfang. Was war das nochmal? Ach doch, dieses Orangenbonbon. Alles klar. Oder dieser. Ist es der oder das Bonbon? Das Bonbon, oder? Keine Ahnung. Ich um meine Artikelschwierigkeiten manchmal. Ja, ich gebe mir das einfach. Von mir aus auch zweimal. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch in diesem Eckchen hier rumdümpeln werden. Ich komme hier mit dem Stein nicht durch. Okay, das ist gerade echt scheiße. Weil guck mal, da muss das Ding rein. Warte mal, hier unten führt auch noch ein Weg lang. Ich sehe das immer zu spät. Gott, hoffentlich hat das ausgereicht. Ich mache mir Sorgen um meine Heilkapazitäten. So, okay, wir sind noch fit. Hier hätte ich den Stein wahrscheinlich rumschieben müssen. Kommt das hin? Ich bilde mir ein, dass das hier barrierefreier war, sage ich mal. Eigentlich ist das ja ganz... Ich wurde doch getroffen. Warum sind denn meine Leute jetzt rot? Gerade eben im Menü war das doch noch nicht. Oder habe ich jetzt hier einfach die Energie verloren, genauso wie vorhin durch die Giftplörre, die hier überall rumplört? Keine Ahnung. Vielleicht tue ich dem Spiel ja auch gerade Unrecht und das ist gar nicht dieser Boss in Anführungsstrichen, der mich da am Ende noch erwischt. Wo ist denn mein Stein? Hä? Ist mein Stein jetzt weg? Okay. Okay, die Verwirrung ist perfekt, Leute. Ich weiß nicht mehr, wo mein Stein ist. Der war doch da gerade nicht mehr. Boah, Kinners, nein, ich habe jetzt keinen Bock. Ich werde jetzt aus allen Kämpfen flüchten. Warum dauert das hier so lange? Das ging doch beim anderen viel schneller. Ey, ich krieg die Krise. Okay, wo ist dieser bekloppte Stein? Hier habe ich den doch erstmals mitgenommen. Ich weiß noch, ich habe das da oben in die Pfütze geschoben. Und bin dann hier runter und habe unterwegs meinen Klotz da mitgenommen. Der ist weg. Und nu? Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Ich habe jetzt aber keine Lust, das hier nochmal zu laden. Der kann doch nicht einfach weg sein. Oder war das ein anderer Spot gewesen? Das muss aber der gewesen sein, weil da oben links sehe ich noch so ein bisschen... Noch ein bisschen die Pfütze. Okay, wow. Ich bin gerade ernsthaft abgefuckt. Okay, mir fällt gerade nichts Besseres ein, Leute. Ich werde jetzt mal versuchen, so einen Screenwechsel zu provozieren. In der Hoffnung, dass dadurch dann vielleicht alles resettet wird. Wobei, alles möchte ich gar nicht. Ich möchte schon, dass der Stein, den wir da schon reingeschoben haben, dass der auch bleibt. Das war so klar. Der soll ruhig so bleiben. Ich will nur, dass der andere Stein halt wieder zurückkommt. So, hier oben sind noch die Sylphen am Machen und Tun. Oh, ey, ich verstehe das alles hier nicht. So, warte, 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 warte. So, das heißt, ich müsste jetzt zuerst mal hier gucken, richtig? Oh, nee, eigentlich ist mir der andere fast lieber. Weil, ja, man da schneller flüchten kann halt. Ich bestreite die Kämpfe übrigens nicht an der Stelle, wo ich euch rausschneide.
Bitte lass den Stein jetzt wieder da sein. Der ist hier wieder nicht. Ist das ein Bug oder was? Oder bin ich einfach nur blind oder suche ich an der falschen Stelle? Ich verstehe es nicht. Nee, Leute, ich werde jetzt hier noch ein, zwei Meter laufen und dann lade ich den Scheiß hier nochmal. Ey, sowas regt mich richtig auf, ja. Ich weiß, ich bin auch so nicht der allergeduldigste Mensch, aber bei sowas kriege ich hier echt die Krise. Oder der dümpelt da irgendwo noch rum, der Stein, und ich bin einfach nur zu blind, den zu erkennen. Ich gehe jetzt noch einmal in die Ecke zurück, wo ich meine, den zuletzt liegen gelassen zu haben. Hier, das ist der Weg, den ich als nächstes ausprobieren wollte. Wo es jetzt hier in diesem Versuch höchstwahrscheinlich nicht mehr dazu kommen wird. Und ja, habe ich eigentlich noch so ein Item, was diese Zufallskämpfe aushebelt? Guck mal hier, hier ist nichts. Der ist einfach weg. Der ist einfach... Ich habe den, glaube ich, jetzt in dem Moment gesehen. Ich habe den in dem Moment, wo ich auf den Knopf gedrückt habe, gesehen. Boah, Leute, es tut mir so leid. Ich spiele jetzt erstmal dieses ganze erste Stein rumschieben und so. Das mache ich jetzt mal eben schnell alleine. Guck mal, hier ist er nämlich. Den werde ich dann nach unten schieben. Ich muss nur gucken, wie ich nochmal zu dem anderen hinkam. Oh Gott, was für eine Fail-Folge ohne Worte. So, der Stein ist jetzt wieder drin. Und ich werde jetzt den einen oder anderen Kampf doch noch mitnehmen, Leute. Weil ich jetzt natürlich auch den, oder die ganzen Level-Ups von vorhin, die habe ich jetzt auch wieder resettet quasi. Und das muss nun nicht sein. Ich werde dann die nächsten Kämpfe aber rausschneiden. Die hier nehme ich dann immer mit. Und alle anderen, also was heißt alle anderen? Es gibt ja nur diese Gegnerkombination hier und den Super Beschwörer aus der Hölle, nenne ich ihn jetzt einfach mal. So, jetzt machen wir das aber mal von Anfang an alles richtig, ey. Ist das ein failiger Part, ey. So, warte mal, muss ich erstmal gucken, dass ich das hier irgendwie koordiniert kriege. So, die droppen auch die ganze Zeit Medizinflaschen. Lass mich mal eben kurz gucken, was es damit auf sich hatte. Halt Vergiftung. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein cooles Heil-Item, aber nö. So, dann schieben wir das Teil jetzt hier mal runter. Und ich hoffe, dass ich jetzt ja auch auf der richtigen Route bin. Sieht aber danach aus. Jetzt komme ich hier rechts nicht an dem vorbei. Ist aber nicht schlimm. So, jetzt hat Claes auf jeden Fall schon mal sein Level up. Das ist schon mal gut. Und so, jetzt habe ich endlich den Punkt erreicht, den ich beim ersten Versuch irgendwie nicht hinbekommen habe. Aber hier ist auf jeden Fall mehr Platz und hier werden wir das auch hinkriegen. Ich ziehe das Ding mal ein bisschen weiter nach oben. So, und jetzt haben wir auch hoffentlich freie Bahn. Warte mal, ich glaube, das Ding war noch ein bisschen weiter links. Also jetzt beim zweiten Versuch kommen erstaunlich wenige von diesen Beschwörer-Typis. Ich müsste Mint jetzt auch gleich mal... Was ist das denn? Kannst du da nicht irgendwie so seitlich reinplumpsen? Verliere ich auch noch zusätzlich Energie durch die Plörre. Gott sei Dank. Was lange währt, wird endlich gut, würde ich meinen. Da verlässt mich auch direkt meine Stimme schon. Mint hat leider immer noch kein Level-Up erreicht. Das war mir eigentlich somit das wichtigste Anliegen. Hoffen wir mal, dass bis ich diese Ecke hier verlasse, dass das noch passiert. Und ansonsten, ja, die Talisman-Kiste habe ich halt wieder geöffnet. Ich weiß nicht, gibt es jetzt hier einen neuen Weg? Oder ich muss jetzt wahrscheinlich zu den Sylphen nochmal zurück. Vielleicht komme ich jetzt an die ran, kein Plan. Diese kann ich ja jetzt mal eben kurz drin lassen. Ich hoffe, ich habe rechtzeitig gedrückt. Aber in dem Versuch bin ich wenigstens kein Mal volle Möhre von dem erwischt worden. Ich würde es trotzdem begrüßen, wenn jetzt nochmal diese Dreierkonstellation von den anderen Gegnern käme. Weil ich glaube, dass ein, zwei Kämpfe ausreichen müssten, um Mint dann auch ihr wohlverdientes Level-Up dann zu bescheren. Also hier bin ich der Meinung, gibt es keinen weiteren Weg. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zurück. Ich werde den Speicherpunkt jetzt gleich nochmal nutzen. Das war jetzt der dritte Beschwörer-Typi hintereinander. Ja, jetzt kommen sie auf einmal alle. So, warte mal. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal speichern. So, so schnell ging das hier. Ja, ich bin auch irgendwie an diese langen Ladezeiten von Grandia gewöhnt, was ich gestern aufgenommen habe. So, guck mal, die Sylphen sind weg. Oh mein Gott, ich kriege jetzt, glaube ich, gar nicht mehr zusammen, wo die noch irgendwelche Sachen bewacht haben. Auf jeden Fall gab es hier einige. Ich weiß, dass wir im Eingangsbereich gleich auf der linken Seite
eine Kiste hatten, die bewacht wurde. Aber so darüber hinaus, hier war die erste, dieser erste Giftnebel. Gibt es jetzt hier auch keine Gegner mehr? Das wäre natürlich mega chillig, was das Absuchen jetzt angeht. So, erstmal gucken. Den Aufbau habe ich, glaube ich, bis zum Schluss nicht so ganz gerafft. Ist aber auch den Zufallskämpfen geschuldet. Also wenn die nicht wären, wäre das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher hier so mit Überblick behalten und so. So, das ist schön. Das ist gut. Danke, liebe Entwickler, dass die Kämpfe hier nicht mehr drin sind. Finde ich gut. Und dann gab es ja noch diesen Baum. Ne, ich glaube, der war der nicht sogar unser eigentliches Ziel? Da ganz oben auf dem Gipfel im Freien. Da müssten wir dann vielleicht auch nochmal vorbeischauen, ob da jetzt noch irgendwas Neues ist. So, hier schließt sich der Kreis. Ich glaube, es gab aber noch ein paar mehr Spots, wo wir wegen dem Wind nicht weiterkamen. Was war hier nochmal? Oh. Die Sylphs sollten sich nun erholen können. Bart sagte uns, dass sie auf dem Gipfel über der Brücke wären. Und los! Okay, warte mal, aber das ist jetzt hier das Außenareal, wo ich noch meinte, ne? Mit Kiste und so, genau die hier. Ich weiß nicht warum, aber an die konnte ich mich irgendwie noch gut erinnern. So, nein! Ich dachte gerade, ich verlasse den Ort, aber... Das waren... Waren das schon Gegner, die so ganz weit oben schwebten? Ich glaube nicht, ne? Die waren so mittel. Die haben wir, glaube ich, auch mit normalen Angriffen noch geschafft. Ich bilde mir ein, dass er trotzdem öfter in die Luft gesprungen ist als vorher. Vielleicht ist es nur Einbildung, vielleicht ist da was Wahres dran. Ich weiß es nicht. So, war da rechts noch irgendwas? Wir hatten hier zwei Eingänge. Die Kämpfe, die stören mich jetzt hier nicht so, weil es sind, glaube ich, hier nur die Harpien draußen zugange. Ach, übrigens, Leute, weil ich ja vorhin was von neuer Aufnahmesession und so erzählt habe. Warte mal. Ich bin momentan wieder ein bisschen in der Vorproduktion. Und es ist mit Stand jetzt... Warte, ich weiß gar nicht, welchen wir heute haben. Lass mich mal kurz gucken. Ist... Wahrscheinlich interessiert das keine Sau. Ich kann es dir nicht erkennen. Ich habe so einen richtig unfassbar bescheidenen Kalender jetzt für dieses Jahr. Ich muss mir eigentlich mal einen neuen zulegen. Wo... Ich kann das gerade ganz schwer erklären, warum ich euch das ad hoc nicht so sagen kann. Hier bin ich aber, glaube ich, richtig... Ich wusste gar nicht mehr, dass hier der Weg war, aber gut, dass wir jetzt den hier ansteuern. Ich hoffe, dass jetzt hier kein Boss kommt. Obwohl, doch soll ein Boss kommen. Ich mache einfach den hier und dann ist gut. Oh ja, sehr schön. Tag. Was geht? Jetzt mit meinem Team. Was bist du? Stellen Sie sich vor, Sylph. Ihr seid diejenigen, die die Risse verschlossen haben, nicht? Ja, als Gegenleitung, möchte ich ein Bündnis mit euch eingehen. Wir können dir einen Vertrag versprechen, aber es gibt etwas, das ihr bedenken solltet. Oh, und was ist das? Selbst wenn wir ein Bündnis eingehen, wäre es nach kurzer Zeit sinnlos. Ich fürchte, ich kann nicht folgen. In letzter Zeit wird viel mehr Magie verbraucht, als ersetzt werden kann. Bald werden die magischen Seen und ihre Kräfte für immer von dieser Welt verschwinden. Aber warum? Wenn ihr den Baum des Lebens am südlichen Ende dieses Kontinents besucht, könntet ihr ihn retten, bevor es zu spät ist. Nehmt dies, den Elementarorb. Mit ihm werdet ihr mit der Seele des Baumes sprechen können. Ich verstehe, wir werden unser Bestes tun. Ach, und noch etwas. Habt ihr eine junge Frau auf den Bergen herumlaufen sehen? Ihr seid seit Monaten die ersten Menschen, die es zum Gipfel des Berges geschafft haben. Ich verstehe. So sei es. Ich werde unser Bündnis nun erfüllen. Okay, ich weiß, glaube ich, sogar, wo wir hin müssen. Lernt Klart jetzt, wie man zaubert. Seelen der Magie, ich beschwöre euch, gebt mir die Kraft des Windes. Mein Name ist Klart, aka Klaus. Ich bin der kleine Klausi aus dem Banausidorf. Prost. Mein Kaffee wieder sträflichst vernachlässigt hier. Klart erhielt die Fähigkeit, die Sylphen zu rufen. Okay, also schädlich wird es wahrscheinlich nicht sein.
Lass mal gucken, wie das hier aussieht. Klatsch. Aha. Ruf die Sylphen, die Seele des Windes. Sylphen und Windfeen. Alles klar. Ich glaube, Klart ist jetzt mal voll dabei. Viele Seelen, einige Seelen. TP aufbewahren, gar keine Seelen. Nehmen wir mal einige. Der muss ja nicht gleich alles rauskloppen bei dem ersten Schnulli-Gegner, der unseren Weg kreuzt. So, die spannendste Frage ist für mich jetzt allerdings, ob es hier noch Kisten gab. Ich krieg das nicht mehr zusammen, aber ich glaube, ich habe auch im Höhleninneren soweit alles durch. Nee, an eine... Ach nee, ich glaube, da war ich aber schon. Das war die, als wir... Ja, die Kiste, die hier war. Also ich bin der Meinung, dass es hier keine Kisten mehr gibt. Sollte ich eine ausgelassen haben, so teilt es mir mit. Hoho, bin schon wieder voller Dreimonster heute. Und da machen wir uns jetzt einfach auf den Weg nach Süden und gucken mal, dass wir den Baum des Lebens erwischen, von dem ich meine, dass er das auch ist, ne? Wir haben, glaube ich, bisher nur einen Baum angetroffen, der sich Baum des Lebens schimpft. So, genau, hier waren nämlich die ersten Sylphen, ich erinnere mich noch. Eigentlich ganz interessant, der Dungeon. Auch wenn ich den Schocktod meines Lebens gestorben bin, innerlich am Ende der letzten Folge, als dann plötzlich dieses riesige Ding vor uns stand und uns einfach weggemetzelt hat. Hat das eigentlich irgendeinen tieferen Sinn, den ich noch nicht so begreife? Was sollte das? Hm. Ihr habt's geschafft, der Wind weht wieder normal. So ist es. Was ist mit meiner Tochter? Leider haben die Sylphen keine Spur deiner Tochter gefunden. Ich verstehe. Ach, wo kann sie denn nur sein, Arche? Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden nach ihr Ausschau halten. Danke dir, junges Fräulein. Oh, ist wahrscheinlich auch nur ein schwacher Trost für ihn, ne? Gut, das reicht. Auf zum Baum des Lebens. Er befindet sich südlich von Beladum. Beladum, Beladum, Beladum. Doom. Wahrscheinlich spricht man das Doom aus und nicht Dumm. Und haltet Arche aus Ärger raus, okay? Natürlich. Hallo? Nee, wir finden sie und schmeißen sie dann direkt in den nächsten Gegnermob rein, weil wir so heiß auf Ärger sind. Genau das war der Plan. Danke für die Inspiration. So. Ja, nee, wir gehen jetzt einfach nach Süden. So wie aufgetragen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier zurechtkomme. Bin ich beim letzten Mal alles einkaufen gewesen? Alter, ich habe fast 20.000 Gold. Wir sind quasi reich. Ich kann in Orangenbonbons baden, wenn ich möchte. Und das schreibe ich dann in den... Hi. Ja. Und das schreibe ich dann in den Videotitel rein und, ja, werd über YouTube Deutschland berühmt oder so. Okay. Ich habe eigentlich ja nur wenige Seelen oder wie das da hieß, ausgewählt. Er hat das trotzdem relativ schnell hintereinander weggecastet. Weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Mal gucken, wie lange die Reserven jetzt ausreichen. Ich bin jetzt hier übrigens auch nur... Warte mal... Bist du... Ja, du bist der Diverses-Händler. Der Diverses-Händler, wisst ihr Bescheid. Ist aber ganz schön teuer. Hm, hab überlegt, ob ich mir davon so einen kleinen Vorrat zulegen soll. Diese Teile sind auch so wahnsinnig teuer. Hatte ich auch schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm. Nee, wisst ihr was? Ich werde jetzt gar nichts einkaufen. Ich werde jetzt hier einfach übernachten. Weil wenn wir schon so viel Geld haben, dann kann ich mir vorstellen, dass wir in der nächsten Stadt, die wir hier zu sehen bekommen, nochmal kurz, was wir hier kaufen können. Das waren aber reine Nahrungsmittel, ne? Also so, was? Ich glaube, sie wollte diesem Elvin hinterher. Das wissen wir doch schon, oder? Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Guck dir das an. Hä? Das war gerade neu, ne? Sorry, dass ich da gerade so lieblos drüber gegangen bin, aber ich habe damit jetzt nicht gerechnet. Nee. Nee, nee, nee. Aber gut, dass wir hier drin waren. Jetzt wissen wir wieder, dass wir noch das Thema Nancy auf dem Schirm haben. Obwohl, ich weiß ja, wo ich als nächstes hin muss. Hä? Obwohl? Eigentlich haben wir jetzt zwei Aufgaben. Ich muss doch noch in diese... Stadt, die mit V anfängt, die so ein bisschen italienisch anmutet vom Namen her. Hätte ich da vielleicht zuerst hingesollt? Hingemusst? Hingesollt? Gibt es die beiden Wörter? Kein Plan.
Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder voll dabei. Ich gehe jetzt erstmal zum Baum, einfach weil ich hier schon so auf halbem Wege bin. Wenn es dann natürlich südlich aus dem Wald noch weiter rausgeht, darf ich wieder komplett bis zum Norden durchlaufen. Aber das werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das dauert. Das ist, glaube ich, schon eine gute Wegstrecke, aber in Minuten ausgedrückt wird das wahrscheinlich alles nicht so dramatisch sein. Was ist denn hier für eine Monsterversammlung? Okay. Ja, also der geht gut ab. Kann man drüber streiten, ob das jetzt hier bei diesen Gegnern so sinnvoll ist. Mm. Aber es ist okay, weil wir kommen immer wieder an so vielen Städten vorbei. Übernachten sollte hier nicht das Thema sein. So, da oben bin ich ja schon mal gewesen. Nö? Ich habe das ja sogar nochmal gespielt, wisst ihr noch? Als mir das Spiel, also als ich das mit dem Speichern irgendwie versemmelt hatte. Und sogar da bin ich diesen Weg dann nochmal in nördliche Richtung rausgegangen. Weil man ja nie weiß, ob bestimmte Dinge nicht durch bestimmte Dinge getriggert werden. Bestes Deutsch heute wieder. Ich nehme das übrigens an einem Sonntagvormittag auf. Und ja, habe heute keine Ausrede so von wegen Uhrzeiten und hast du nicht gesehen. Also wenn ich heute Dünnpfiff von mir gebe, dann ist es leibhaftiger, authentischer Dünnpfiff, der mir zuzuschreiben ist. So, Prost. Also hier will ich, glaube ich, nichts. Obwohl, wir können mal kurz bei Lenios vorbeischauen. So hieß er, glaube ich. Oh mein Gott, ich habe mir meinen Namen gemerkt. Und nein, den habe ich vorher nicht gespickt. Aber vielleicht hat er was Neues zu erzählen. Tag, der Herr. Kommt ruhig wieder, wenn ihr müd es seid. Entschuldigung. Ihr könnt euch jederzeit bei uns ausruhen. Ach ja, hier ging das ja sogar kostenfrei, ne? War da nicht was? Warte. Jawohl, guck mal, jetzt zahlen wir nichts. Richtig Premium. Also nicht, dass Übernachtungen uns ja an den Rand der Armut drängen würden, aber... Ne? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul oder so. Ich hab's nicht so mit Redewendungen, aber ich glaube, die war richtig. Okay, komme ich jetzt hier... Ich glaube, links kam ich gar nicht raus aus der Stadt. Deswegen gehen wir jetzt hier mal ganz klassisch nach Süden raus. Ich glaube, diese Stadt hat nur einen nördlichen und einen südlichen Ausgang, ne? Sieht man auch auf der Karte schon. So, und hier habe ich ja beim letzten Mal schon Kisten geplündert. 3 Stück waren das, glaube ich. Hier weiß ich sogar noch den Weg, den wir laufen müssen. Ich mag die Musik hier übrigens total. Die ist richtig, richtig schön. So, und diese Bienen sind auch nicht die ganz nervigen. Diese silbernen Bienen, die man nordwestlich von Beladum findet. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das noch an diesem Part mal einmal hinzugehen. Ich will nämlich gucken, ob der wirklich automatisch springt. Bisher konnte ich das nämlich anhand der Gegner, die hier unseren... Weg kreuzen, nicht so zu 100% ausmachen. Okay. Wow, ey, du wirst doch jetzt wohl diese olle Biene erwischen, danke. Ey, der schwächste Gegner hier in dem Gebiet und der klatscht da die ganze Zeit daneben. So, okay, ich kann mich nicht bewegen. Wir sind also richtig. Sehr schön. Oh, oh. Ist das der Baum des Lebens? Guck mal da. Wo? Ich sehe nichts. Ach so. Ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Bitte, hört mich an. Nur wenn du in unser Team kommst. Wenn sich die Dinge nicht ändern, wird unsere Welt zerstört werden. Das habe ich mir schon gedacht. Dass wir auch in diesem Spiel als Weltenretter fungieren werden. Kannst du das noch etwas präzisieren, hübsche Dame? Ich bin Martel. Ich bin die Wächterin dieses Baumes. Aber der Baum ist im Begriff zu sterben und ich kann ihm mit meiner begrenzten Kraft nicht mehr helfen. Was stimmt denn nicht? Die Kraft von Magie und Mana entspringt in Bäumen wie diesem hier. All die mystische Kraft auf der Welt stammt von diesem einen Baum? Ja, aber... Wenn der Baum stirbt, werden Magie und Mana aufhören zu existieren. Das glaube ich nicht. Und wenn alle Magie von dieser Welt verschwunden ist, wirst du es dann glauben?
Also klar, ich würde ihre Worte nicht anzweifeln. Ich glaube, die hat ein bisschen mehr Ahnung von der Materie als du. Ich glaube, Martel, ich sah diesen Baum 100 Jahre in der Zukunft und Magie gab es dort nicht mehr. Und der Baum war tot. Ehrlich? Dann muss es stimmen. Mana wird von den magischen Seen zum Leben gebraucht und ohne diese Seen wird Magie für immer verschwinden. Und was können wir dagegen tun? Ich kann nicht sagen, wo, aber ich spüre, dass Mana irgendwo in einer ungeheuren Menge verbraucht wird. Also müssen wir den Baum retten. Andererseits werden wir daraus niemals besiegen können, weil Magie dann nicht mehr existiert. All meine Forschung wäre für die Katz. Das ist, glaube ich, jetzt eher ein sekundäres Problem. Es tut mir leid. Warte, ich habe noch so viele Fragen. Sie hat wahrscheinlich alles gesagt, was wir wissen müssen. Außer wo wir als nächstes lang sollen. Das hat sie nicht präzisiert. Hoffentlich in den Norden. Was ist denn das da für ein komisches Symbol gerade gewesen? Marte, ich verspreche, ich werde diesen Baum heilen. Stell nicht rum, versuch's doch. Aha. Ich finde es immer so süß, wenn sie in Zauberspruch spricht. Ich verstehe dann immer Hokkaido. Auch wenn sie wahrscheinlich was ganz anderes sagt. Nichts ist passiert, er stirbt immer noch ab. Ja, das wäre ja auch ein bisschen zu einfach gewesen, oder? Wenn ich nur das Wissen meiner Mutter hätte. Heute geht echt alles schief. Aber wir haben die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben, indem wir die Vergangenheit ändern. Wir können daraus besiegen, bevor er in unsere Zeit kommt und nichts von all dem wird geschehen. Nicht nur das, wir können auch herausfinden, was so viel Mana konsumiert und es ausschlachten. Aber wie? Keine Ahnung, hoffentlich habt ihr eine Idee. Ich bin sicher, dass Luna, die Seele des Mondes, uns helfen kann. Aber bevor wir mit ihr eine Bindung eingehen können, brauchen wir einen Mondsteinring. Ich habe bisher nur von einem gehört und der liegt tief unten in den Minen Morias. Die Minen Morias? Früher war das eine Höhle, in der Zwerge lebten. Heute fällt es aber unter Alvanistas Landbesitz. Alvanista? Das ist die am weitesten entwickelte Stadt der Welt, sowohl ökonomisch als auch von der Bevölkerung her. Ich wollte immer schon mal das Forschungszentrum für Magie dort besuchen. Bestimmt können wir von Venezia aus dorthin gelangen. Yes! Das war mein größter Wunsch, dass wir da über diesen Knotenpunkt dahin sollen. Das ist gut, für meine Orientierung ist das fantastisch. Sehr schön, alles klar, haben wir ein klares Ziel vor Augen. Also ich muss sagen, gerade bei den älteren Spielen ist meine größte, also Angst wäre jetzt übertrieben, aber so einer der größten Nervfaktoren, dass, ja, wenn du das Spiel halt nicht kennst, dann bekommst du in vielen Spielen immer nur ganz, ganz vage Hinweise, beziehungsweise teilweise auch gar keine, wo du als nächstes hin musst. Und deswegen freue ich mich immer über jeden Hint, den man hier mitgegeben bekommt. So, jetzt juckt meine Nase. Wenn ich irgendwas hätte, um hier aus dem Wald zu flüchten, würde ich davon Gebrauch machen. Und irgendwie ist das hier gerade nur stupides Runterspielen, denn selbst die Kämpfe bringen mir nichts. Deswegen werde ich euch jetzt hier mal herausschnibbeln. So, und ich war jetzt auch mal übernachten. Auch wenn wir eigentlich gar nicht so viel verloren haben, aber wie gesagt, wenn es umsonst ist. Und eine letzte Sache möchte ich hier in dieser Folge noch ausprobieren, und zwar hier mal in den besagten, warte mal, ich speichere mal, in den besagten Nordwesten gehen, in der Hoffnung, dass wir hier, nee, nicht diese Gegner zu Gesicht bekommen. Aber hier müssten sich irgendwo auch diese Bienchen tummeln. Ja, ist jetzt natürlich toll, dass ich diesen sinnlosen Kampf jetzt hier mache. Aber ich glaube, hier gab es seinerzeit auch relativ viel Erfahrungspunkte. Mann, was ist denn das? Sind die denn so schwer? Nee, beziehungsweise viel Gold gibt es hier. Fast 400 für so einen einfachen Kampf. Ist doch schon ganz ordentlich. So, aber hier gab es, glaube ich, relativ viele von diesen Bienchen mit den... Oh, das gibt's doch nicht. Ey, und da kloppt ja auch die ganze Zeit daneben. Weißt du, immer wenn du mal eben schnell was machen willst. Ansonsten, wenn das jetzt nichts wird, dann gehe ich einfach weiter. Ey, unfassbar. Unfassbar. Als ich nämlich das eine Mal hier rumgelaufen bin, weil ich gucken wollte, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich weiß nicht, ob das... Ich habe das
Während der laufenden Aufnahme weiß ich gar nicht, ob wir hier gewesen sind, aber ich bin hier halt nochmal gucken gewesen. Keine Ahnung, ob on oder offscreen. Aber da haben die mir so viel Frust bereitet hier, weil wirklich gefühlt 80% aller Gegner, die hier kamen, waren diese ollen Mistviecher. Aber ich habe jetzt ja auch echt keinen Bock, hier 10 Runden zu drehen. Deswegen, kennen wir die schon? Keine Ahnung. Also wenn wir denen schon mal über den Weg gelaufen sind, dann nicht allzu oft. Guck mal, nächstes Level ab. Sehr schön. War das wenigstens nicht ganz umsonst hier mit dem Hin- und Her-Gerenne. So, ich laufe jetzt hier übrigens in der Folge nur noch bis zur nächsten Stadt. War das Euklid? Ich glaube, das war Euklid, ne? Wo wir jetzt gleich rauskommen. Und nach Venezia werden wir uns dann erst in der nächsten Folge hinbegeben. Und die werde ich dann auch direkt im Anschluss aufnehmen und freue mich jetzt total. Boah, ich freue mich, dass das nochmal ein gutes Ende genommen hat. Ey, aber das mit dem Stein, das ist mir immer noch so mega peinlich, unfassbar. Ich glaube, das wird es auch in den Videotitel schaffen. Mal gucken. So. Und dann haben wir da, glaube ich, erstmal auch wieder eine riesige Stadt, die wir erkunden können. Und vielleicht wird es dort gutes Equipment einzukaufen geben, ne? Halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Ich meine, ja, und Nancy müssen wir auch noch suchen. Nancy ist ja auch nach Venezia aufgebrochen, wie wir vorhin auch gelernt haben. Warte mal. Ach komm, ey. Das kann ich mir jetzt hier auch knicken. So, gut, ihr Lieben, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann auf unserer Reise gen Norden wieder. Ich bin sehr gespannt, bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.